Heute an Bord, morgen geht's fort. Schiffsreisen zu Zeiten des norddeutschen Lloyd. Sie merken schon, maritimes Thema, andere Mütze. Hören wir heute das Wort Schiffsreisen. Norddeutscher Lloyd haben wir schon. Wir hören im Hintergrund schon Musik. Und wir erinnern uns natürlich an die glorreichen Zeiten des norddeutschen Lloyds. Vielleicht denken wir auch nochmal jemand da, weil der Schüssel guckt hier so ein bisschen rüber. Unsere Lieblingspartner Hansestadt mit dem Tor im Wappen, Hamburg. Da vielleicht denken wir noch so ein bisschen da an Herrn Ballin und Herr Backlo. Aber darum geht es ja heute nicht. Das kommt auch noch. Es geht mehr oder minder ja heute um die Schiffsreisen. Also, heute hat man ja Last Minute und man bucht ja online. Und damals war das ja echt mit wesentlich mehr Vorlauf verbunden. Und eine wichtige Anlaufstelle, da gehen wir heute locker vorbei, Ansgar-Reh-Kirchhof. Da stand ja nun das Verwaltungsgebäude, Hauptgebäude vom norddeutschen Lloyd. Heute steht da, im Volksmund war dieses Gebäude auch als die Flasche bekannt. Nicht zuletzt wegen seines beeindruckenden und von weit her sichtbaren Turms. Bei solchen großen Türmen mit Prunk und mit allem drum und dran gab es nur einen Architekten, der das konnte, das war der Herr Poppe, Johann Georg Poppe. Ein weiteres markantes Gebäude in der Bremer Innenstadt hat er auch. Da war der Aufbau auch schön. Da ist dann bedauerlicherweise jemand zu Tode gekommen, weil da oben was abgefallen ist. Und der kam aus der Börse raus und dachte noch, das war ein Herr Knob, aber das machen wir auch anders nochmal ausführlicher. Heute geht es ja um Schiffsreisen zu Zeiten des norddeutschen Lloyd. Also, die Fahrkarten holte man sich immer da auf dem Ansgar-Reh-Kirchhof da ab, bei dem Hauptverwaltungsgebäude. Klar. Ja, nicht? Die Frage ist schon. Und bekannte Passagiere locker. Da können wir aber eine ganze lange Liste mal holen wir aber mal die raus, über die nicht so oft gesprochen wird. Und über die könnte man durchaus auch mal sprechen. Also, bei dem einen, da handelt es sich, der hatte in Bremen ein bleihaltiges Erlebnis, ja. Das war so bleihaltig, dass, wenn ich das Wort Blei betone, sie natürlich gleich am Keller sind. Genau, ja. Und der hat uns das hinterlassen. Vielmehr hat er uns das in Band 8 seiner gesammelten Werke hinterlassen. Da heißt es nämlich, Zitat, in der Papenstraße erscheint uns der Palast des Lloyd mit einer großartigen Tür geziert. Wir treten ein und jetzt hat uns das Schicksal. Ferenczi hat ein großes Bündel schmutziger Zettel bei sich, die auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite grün sind und in der Mitte ein Bild tragen, wie von einem Büffel oder anderen Tieren. Es sind Dollarscheine, zu 10 oder 50. Mit ihnen bezahlt er den Rest unserer Fahrkarten. Auch Post ist für mich da, eine Karte von Jung, der am 19. abends ankommen will, also du musst ja schon da sein. Wenige Minuten später erscheint er selbst strahlend wie immer. Zitat Ende. Im Rahmen dieses Besuches ist in Bremen etwas passiert. Da ist der Herr Freud zweimal in Ohnmacht gefallen beim Essen. Das hat viele Diskussionen ausgelöst. Nein, das ist ja nicht die Qualität des Essens. Nein. Ich würde zunächst vorschlagen, wir hören einmal hinein, was in den Quellen dazu steht. Der erste Vorfall ereignete sich am 20. August 1909 in Bremen. Freund Jung und Ferenczi standen vor ihrer Abreise nach Amerika. Gemeinsam unternahmen sie einen Bummel durch die Stadt, um sich die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Darunter den sogenannten Bleu-Keller des Bremer Doms. Ein Raum, so Freud in seinem Reisejournal, in dem vor 400 Jahren zufällig die Leiche eines vom Dach gestürzten Arbeiters beigesetzt und vergessen wurde. Viele Jahre später machte man die Entdeckung, dass sie nicht verwest sei, sondern sich vortrefflich erhalten habe, durch eine Eintrocknung, die ein Bild wie eine Mumie ergibt. Beim nachfolgenden Mittagessen im Essighause brachte Jung das Gespräch auf die Moorleichen. Angeregt durch die Mumien im Bremer Bleikeller spann Jung das Thema weiter. Aber gerade sein fortgesetztes Interesse ging Freud auf die Nerven. »Was haben Sie denn immer mit diesen Leichen?« fragte er mich mehrere Male. Er ärgerte sich in auffallender Weise und erlitt während des Gesprächs darüber bei Tisch eine Ohnmacht.
Oha. Diese Ohnmacht ist in der Literatur noch sehr, sehr stark diskutiert worden, denn Freud beschuldigte Jung, dass er ihm den Tod wünschte. Oh, das vertiefen wir jetzt hier mal nicht weiter, weil wir wollen ja ein bisschen Schiffsreisen, Urlaub und so weiter und mal so ein bisschen so, wie es früher war. Also machen wir mal weiter mit einer Frage, die Sie, meine sehr verehrten Damen, eher stellen würden als die Männer. Die Frage nach dem Proviant. Und vor allen Dingen, wie viel braucht man denn? Und wo lagert man das? Und wo stellt man das denn auch alles hin? Ja, da sind wir fündig geworden in einer Reihe, die heißt Bremen-Archiv. Die können Sie auch in der Stadtbibliothek sich angucken. Ich muss gleich sagen, Vorsicht, wenn Sie da reingucken, Sie entdecken lauter tolle Sachen. Und dann machen Sie besser die Armbanduhr ab und nehmen sich für den Rest des Tages nicht vor. Weil, was Sie jetzt nicht sehen können, das steht hier unten, da in der Arbeitszimmerecke von Hein Loper. Und im Bremen-Archiv, Hermann Gutmann war da übrigens auch beteiligt, da sind wir fündig geworden. Und zwar bin ich da gestolpert mit meiner Kollegin vom Hanseatischen Medienbüro, mit Frau Lenz, über die Formulierung, dass der Weinkeller des norddeutschen Lloyd einer der weltgrößten war. Er war zwar nicht der Ratskeller. Wo war der denn, wenn das der weltgrößte Weinkeller war? Wo war der denn? Ja, natürlich hatten die einen Keller, recht groß, und der befand sich unter dem Gebäude auf dem Ansgari-Kirchhof. Ja. Und da gibt es im Bremen-Archiv gibt es da tatsächlich auch Bilder zu. Das ist nicht gerade uninteressant. Bis in die 60er Jahre ist da noch was gelagert worden, vielleicht der eine oder andere. Ich stieß erst Ende der 60er dazu. Ich bin raus, kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber vielleicht einer oder andere unter Ihnen, der ja, da vielleicht sagt, ach ja, richtig, da war ja was. Bekannt war, dass der Service an Bord der Schiffe des norddeutschen Lloyd einer der besten war. Das Personal wurde dann auch übrigens 1936 zur Betreuung der Sportler bei den Olympischen Spielen in Berlin verpflichtet. Und da waren sie an Land im Olympischen Dorf aktiv. So, jetzt sind wir ein bisschen vorausgeeilt. Also kommen wir nochmal zurück zu der Frage des Proviants. Also, da geht es um die jährlichen Proviantmengen des norddeutschen Lloyd. Wenn Sie Hunger haben, hören Sie weg, weil das ist 12 Millionen Pfund Fleisch- und Wurstwaren, 1 Million Pfund Fisch und fischähnliche Sachen, über 1,5 Millionen Pfund Zucker und Kaffee, 1,6 Millionen Liter Milch, 19 Millionen Pfund Kartoffeln, 1,2 Millionen Pfund Butter, 3 Millionen Pfund Apfelsinen, 1 Million Pfund anderes Obst, was soll immer das gewesen sein, ne? Und 2,5 Millionen Stück Zigarren oder Zigaretten. Gekühlt wurde das alles mit 3 Millionen Pfund Eis. Das war so weit zur Prepel-Abteilung, also zum Essen. Wollen wir jetzt mal eben noch zu der Abteilung Schluck und Bubs, kommen. Also getrunken wurde an Bord in einem Jahr 300.000 Flaschen verschiedener Weine, 100.000 Flaschen Schnäpse und Liköre, 2,5 Millionen Liter Lagerbier. Lagerbier, Klammer auf, soll ich Ihnen sagen, wo das herkam? Das kam aus Lilienthal, genau, von der Falkenberger Brauerei. Fassbier, faszinierend, Klammer zu. Und 500.000 Flaschen Mineralwasser. So, kann kommen, ne? Wer sowas da hat, da kann kommen. Die Weine hat man übrigens bezogen über den Löwenhof. Da kann nur der Name, wer sich auskennt, der, wenn Sie sagen, Sie wissen der Name, der kommt. Wer nicht, da kann ich nur sagen, Siegnitz. Das wollen wir an dieser Stelle jetzt mal nicht weiter vertiefen, denn es geht ja um die Schiffsreisen und nicht um die Weingeschichte, was auch nochmal kommt. Also nehmen wir nochmal das Beispiel Lilienthal und sein Fassbier auf. Gab es denn noch andere Firmen aus Bremen, die speziell für den norddeutschen Lloyd etwas ausgestattet haben, gemacht haben oder so? Ja, klar. Denn Schiffsreisen, also ich meine, was macht man schon mal ganz gerne? Also heute nimmt man ja seinen E-Reader mit, da ist alles irgendwie drauf. Früher war das ja noch so Retro, so Buch 1.0, Buchladen, was auch sehr schön ist, aber so mit, wenn man da was mitzunehmen hat. Also es gab ja auch Bibliotheken, beeindruckende Bibliotheken an Bord der Schiffe des norddeutschen Lloyd, und die wurden von einem bekannten Bremer Buchladen ausgestattet, und zwar von Franz Leuwer. Jener bekannte Buchladen, der gegenüber Karstadt, dem alten Teil von Karstadt, auf der anderen Seite lag der.
Und untrennbar verknüpft ist damit der Name von Franz und Johanna Leuber. Das Ende des Buchlasens und der Familie Leuber ist Thema eines anderen Vortrags. Aber es gab noch eine Adresse, wo man hin musste. Ja, wo muss man hin? Das kennen Sie heute auch noch, wer Schiffsreisen macht. Da gibt es Late Seating und ja, also man muss ein bisschen schön aussehen, dann beim Essen. Also da muss man schon ein bisschen was, also da gab es die Adresse Stiesing, 1895, das Haus vor dem Katharinenklosterhof. Da hatte ja der Hermann Stiesing hatte gar keine Ahnung, als er damit da irgendwie anfing, was da mal aus werden könnte. Wenn Sie übrigens da ein bisschen mehr Interesse haben, dann kleinen Tab hier oben aufmachen und dann 100 Jahre Stiesing. Komm in die Stadt und werde Kaufmann. Und das Buch können Sie echt gut lesen. Das, ja, weil es ist online. Und da können Sie, also da ist, in dem Buch gibt es auch zum Maritimen natürlich ein ganzes Kapitel. Horchen wir doch mal eben kurz hinein. Stadtgeschichte ist in Bremen zugleich Seefahrtgeschichte. Als Reederei herausragend der norddeutsche Lloyd, zur Kaiserzeit üppig residierend in der Innenstadt, von H.H. Meyer Forsch ins Leben gerufen, synonym geworden für globales Engagement und elegante Dampfer. Wer es sich in den späten 20er Jahren leisten konnte, buchte Kreuzfahrten auf der Bremen und unterwarf sich freiwillig den Bekleidungszwängen. Man könnte sagen, das Modediktat habe damals begonnen. Zum Breakfast halblang, auch sportlich in Rock und Bluse. Zum Lunch genügte ein kurzer Rock mit Pullover, weil sportliches Tun den Vormittag ausfüllte, und zum Dinner dann die große Garderobe. Für die Herren, die tagsüber englische Kniebundhosen bevorzugten, erzwang der Abend ausnahmslos Smoking. Selbst der Blazer oder die zweiteilige Börsengarnitur wären missliebige Erscheinungen gewesen. Zitat Ende. Ja, das ist, noch heute kann man ja hin, da ist ja egal wie. Da denkt man sich seinen Teil und dann reitet man das aus, aber damals war noch ein bisschen Etikette auch gefragt. So, kommen wir auf den norddeutschen Lloyd nochmal zu sprechen, denn im Vergleich zu anderen Unternehmen ist der ja aus einer ganz anderen Motivation entstanden. Es war nicht der Pragmatismus, der den Entstehungsprozess dominierte, sondern die Vision. Und wenn wir da mit H.H. Meyer, hat er sicherlich eine nicht ganz unbedeutende Rolle, aber wir dürfen immer nicht vergessen, der Krüsemann, der hatte schon vorher eigentlich eine Reederei. Und wäre das dann nicht zu dieser Schiffskatastrophe gekommen, die ihn persönlich sehr getroffen hat. Das ist nachzulesen in dem neuesten Buch von dem Ururenkel, von dem Heil, dann wäre das vermutlich auch ganz anders gelaufen. Ich meine, Meyer, den Namen verbinden wir damit, aber Krüsemann ist eigentlich der, der die Vorlage dazu gegeben hat. Wie gesagt, der Meyer hätte auch gar keine Zeit zu gehabt. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn wir heute mal den Steckbrief von dem Meyer hören würden, als Schüler. Rechtschreibung hat er sich einfach über hinweggesetzt. Und Mathematik ebenso. Er lässt sich vom Lernen und Hausaufgaben machen super leicht ablenken. Was kann denn davon werden? Da würde man glatt sagen, nie im Leben. Einer, der es bis in die oberste Etage dieses Unternehmens schafft und vor allen Dingen, der die Vision dazu hat und auch noch die Kraft und die Power, das voranzutreiben. Also, H.H. Meyer. Das ist übrigens, machen wir mal anders nochmal. Auf den Spuren von H.H. Meyer ist ja auch nicht gerade uninteressant. Aber nun ein bisschen zurück. Ich meine, wie gesagt, der Meyer, der hatte das in Bremen in der Angelegenheit nicht einfach. Weil die Hanseaten sind ja beweglich wie eine Dachlatte. Und bis sie sich von sowas immer überzeugen lassen, das ist ja alles schwierig. 1856 fing der Meyer dann erstmal mit vier bescheidenen Fluss- und Schleppschifffahrtsgesellschaften an. Schleppschifffahrtsgesellschaften ist ein Wort ohne Bindestrich, da muss man vorbereitet sein, weil sonst kriegt man das überhaupt nicht hin. Also er begann mit vier bescheidenen Fluss- und Schleppschifffahrtsgesellschaften, die er fusionieren wollte. Und das wollte er eigentlich so ein bisschen auch norddeutscher Lloyd nennen. Die Frage erhebt sich ja, warum nicht deutscher Lloyd? Ja, es gab ja in Österreich schon den österreichischen Lloyd und das war irgendwie, also groß sollte das auch nicht werden. Und er wollte, es sollte schon mit Aktien ein bisschen was sein, aber weit ins Binnenland streuen wollte er es auch nicht. Aber, man mag das kaum glauben, viele Landesfürsten haben eine Beteiligung abgelehnt und die Banken in Deutschland und der Schweiz erst recht
da wird doch nie was. Denn ihnen schien, ja, sie wollen nicht runterführen, ne? Kommt. Also, ihnen schien der Handel mit dem republikanischen Nordamerika sehr riskant. Bei den Banken waren es einfach wirtschaftliche Gründe. Der Direktor der Berliner Diskontogesellschaft winkte ab mit dem Zitat, oh, Mensch. Also, der winkte ab mit dem Zitat, Sand und See begrenzen sich, aber sie vermischen sich nicht. Zitat Ende. Naja, also 1857 wurde der Norddeutsche Lloyd gegründet und 1858 ging das dann schon los mit, naja, das erste Schiff hieß tatsächlich Bremen. Mhm, genau. An das Wappen des Norddeutschen Lloyd, doch, das erinnert sie sich. Ne? Also, da hat, lassen wir Meyer mal eben selbst zu Wort kommen, weil da hat er sich was bei gedacht. Zitat. In unserem Wappen ein Anker, den ein Schlüssel kreuzt und den ein Eichenkranz umschließt, den sie, das ist unser Wahlspruch. In dem Anker halten wir die Hoffnung fest, dass der Schlüssel uns die Verkehrswege eröffnet werde, die wir mit deutscher Manneskraft, Ausdauer und Treue festhalten werden. Zitat Ende. Machen wir uns einmal eben schnell, weil man könnte jetzt ja glauben, wunderbar, gegründet und steil nach oben die ganze Sache mitnichten. Also kleiner Situationsbericht. Ne? Also der Plan war, es sollte ein 14-tägiger Liniendienst angeboten werden. Status war folgender. Die Hudson brannte vor ihrer zweiten Reise bis auf die Wasserlinie nieder. Das läuft ja recht gut. Verzeihung, die Weser brennt auf der Jungfernfahrt aus. Reparatur kostspielig und erfolglos. Der Bremen brach die Antriebswelle und die Reparatur dauerte 6 Monate. Das Ende des ersten Geschäftsjahres brachte ein Minus von 200.000 Talern. Wenn Sie das, Sie können das gerne mal in Euro, wie gesagt, machen Sie umschnell was auf und dann, da werden Sie sagen, das war schon richtig teuer. Eigentlich hätte man gleich sagen müssen, machen wir nicht mehr. Läuft, aber die haben irgendwie, in Schlagseite sind sie schon geraten. Aber die Gründer haben eisern daran festgehalten und daran geglaubt. Ja, und deswegen haben, sie haben erstmal weitergemacht, wo das hingeführt hat, das wissen wir ja. Gestanden wir uns einen kleinen Blick auf die Hapag-Lloyd. 113 Jahre hat der Wettbewerb zwischen dem NDL und der Hapag-Lloyd natürlich gedauert. Mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 hat man sich in gegenseitiger Art und Weise überboten. Das war also, jeder wollte natürlich das bedeutendste Schiffsunternehmen der jungen Nation auch sein. Die Bremer beförderten mehr Passagiere und die Hapag mehr Fracht. Und Hamayer sagte gleich, wir bauen hier ganz flott und 1857 gegründet und 22 Ozeandampfer besaß man bereits im Jahre 1872. 1877 wird Luhmann nun einer der Nachfolger. Und Eduard Krüsemann ist, der war schon leider irgendwie auch ein bisschen von uns gegangen. Er war früh zu Tode gekommen, der hat sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode auch gearbeitet. Ein ehrenvoller Nachruf. In Bremen konnte man kaum etwas Besseres bekommen, als natürlich, wie gesagt, was Krüsemann da auch bekommen hat. Luhmann, Johann Georg Luhmann, leitete nun das nächste Bauprogramm ein und nun musste aber Dampfer auf den Kessel. Denn es blieb noch zusätzlich alles auf Wag getakelt. Und genannt hat man das Ganze dann mit Dampfer auf dem Kessel und getakelte Berg, das waren Schnelldampfer. Das erste dieser neuen Schiffe war die Elbe. Jo. Man brauchte nur 8 Tage und zum ersten Mal waren Salon und Kajüten voneinander getrennt. Seekranke Passagiere konnten sich also so dezent zurückziehen. Der große Salon lag vorn längs statt mittschiffs und quer. Johann Georg Poppe hatte auf dem Schiff seine Premiere als Innenarchitekt beim Norddeutschen Lloyd und das war echt Gründerzeit pur. Später las sich zum Beispiel die Beschreibung des Dampfers Kaiser Friedrich wie folgt, Zitat. Ebenso findet die innere Einrichtung und die außerordentlich vornehme Ausstattung des Schiffes allgemein Bewunderung. Die nach den Entwürfen unseres hiesigen Architekten Johann Georg Poppe ausgeführte Ausstattung des Salons und Wohnräume ist von der Firma Pfaff Berlin geliefert. Von unseren heimischen Malern sind mit einer Reihe wirkungsvoller und reizender Malereien die Herren A. Fittger und O. Bollhagen vertreten. Bollhagen, ich glaube, da gibt es schon was. Da müssen wir noch mal ein bisschen, entweder machen Sie hier Pause oder hinten dran.
Wir werden auf eine ausführliche Beschreibung des Dampfers noch zurückkommen. So viel mag indessen schon jetzt erwähnt sein, dass was Schönheit, Zweckmäßigkeit und Gediegenheit der Einrichtung und Ausstattung betrifft, der Dampfer Kaiser Friedrich eines der schönsten Schiffe darstellt, die jemals den Ozean befahren haben. So, muss man, ne? Wenn schon, denn schon. Kommen wir zurück zur Elbe. Die Elbe war ein, ja, kann man sagen, wirtschaftlicher Erfolg und verhalf dem norddeutschen Lloyd so einen Sprung an die Spitze. Es gab nun einen verlässlichen Liniendienst und so wie er noch nie da gewesen war. Weil ansonsten überlegen Sie mal, bei der Distanz alle 14 Tage und dann noch Thank you for traveling norddeutscher Lloyd, ja, das war schon enorm. Überliefert hat ausgerechnet Albert Ballin folgendes Zitat. Zusammen mit einem britischen Konkurrenten beobachteten sie in Hoboken das planmäßige Einlaufen der Lahn von norddeutschen Lloyd. Da sagte der Herr Ballin, bewundernd blickte mein englischer Kollege auf seine Uhr, berührte salutierend seinen Hut und sagte mit ehrlicher Begeisterung, Wonderful boats. They are really doing clockwork. Muss ich? Doch, ich mach mal eben. Also großartige Boote, sie sind tatsächlich präzise in der Ankunftszeit. So kommen wir aber mal darauf, wie sind denn die Menschen auf die Schiffsangebote und Fahrten ja aufmerksam geworden? Heute haben wir das in unserem Smartphone und wir wissen überall, was auch immer wir haben können. Aber wie war das damals? Zu Beginn des 18. Jahrhunderts setzte sich ein Medium in der Werbung durch, was, ganz simpel, machen wir heute immer noch. Zwar nicht mehr so oft, aber machen wir noch, das Plakat. Hatte doch die Erfindung des Steindrucks oder wie wir heute besser sagen, der Lithografie das Ganze erst möglich gemacht. Die großen Reedereien setzen das neue Massenmedium für die Massen an Reisenden zuerst erfolgreich ein. Natürlich waren da noch nicht die Motive drauf, die sich vermutlich jetzt gerade in Ihrer Erinnerung bemerkbar machen. Was stand drauf? Nur die Fahrpläne. Erst mit dem steigenden Komfort an Bord der Schiffe wollte man auch die anspruchsvollen Gäste auch locken und ansprechen. Man begann renommierte Künstler wie Toulouse-Lautrec mit der Gestaltung der Plakate zu beauftragen. Im Punkt der Werbung hat man ja auch meistens dann mit einem Produkt auch beworben. Natürlich, da, sie haben alles parat und von 1188.0, da werden sie geholfen bis hoffentlich noch ein Stückchen weiter zurück. Mit, das ist schon ein Asbach-Uraltwert, nur so zum Beispiel. Hatte der norddeutsche Lloyd denn auch so etwas? Ja, man warb mit einem Zitat des damals jungen Kaisers, Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser. Wohlgemerkt auf, nicht im. Dass er allerdings die Hapagen meinte, das verschwieg man gewissentlich. Geschickt hatte man beim norddeutschen Lloyd die Beziehung zum Haus der Hohenzollern weiterhin gepflegt. Manchmal sogar so doll, dass man von einer gewissen Lloyd-Seligkeit sprach. So taufte man einen Reichspostdampfer gezielt auf den Namen Kaiser Wilhelm II. Diesen hatte man 1890 aus dem Fahrplan genommen und auf eine Ausflugsfahrt in die norwegischen Fjorde geschickt. Die Fahrgäste erwarteten ja eine wunderschöne Landschaft und wie der Zufall es denn auch so wollte, trafen sie denn auch den Kaiser an Bord. Der war an Bord seiner eigenen Dampfjacht Hohenzollern und man fuhr da dran vorbei und das war natürlich, das war der Hammer. Im Schlepptau ein großes Marinegeschwader und Sie können sich vorstellen, was da los war. Jedoch verzichtete der norddeutsche Lloyd auf eine Neuauflage dieser Tour. Man war nicht überzeugt, dass der fulminante Erfolg durch den Kaiser ausgelöst war. Aber manchmal ist das ja so, manche Entscheidungen versteht man dann auch gar nicht so richtig, die wahrscheinlich doch eher auch nicht. Naja. Im Zuge des Konkurrenzkampfes mit der Hapag ging es Schlag auf Schlag weiter. Diese bot nun Turns in Länge von einer Woche ins Mittelmeer an. Jo, klar. Eine Frage der Zeit, bis der norddeutsche Lloyd nachzog und ähnliche Reisen im Angebot hatte. Wissen Sie, was damit geboren war? Wir nennen das heute Kreuzfahrt. Genau. Das Reisetempo wurde nun angezogen. Das heißt, man wollte mehr Strecke machen in derselben Zeit und den Gästen so mehr bieten. Die Zeit der Doppelschrauben-Schnelldampfer begann. Und damit hatte Hapag die Nase vorn. Der Direktor Luhmann vom Norddeutschen Lloyd hat das Ganze total falsch eingeschätzt. Er meinte, also Einschraubendampfer und das reicht dann schon, um den Vorsprung zu halten. Und das war falsch. Es drohte dem Norddeutschen Lloyd sogar der Sturz in die Zweitklassigkeit.
Soweit kam es nicht, denn Johann Georg Lohmann verstarb. Man mag das gar nicht sagen, gerade beim, als er im Haus Seefahrt einen Toast auf die Schaffer aussprechen wollte. Und das, ja, das war für ihn natürlich recht schön, für die Hinterbliebenen eher nicht so. Sein Nachfolger wurde übrigens der Sohn eines Gärtners. Ja, Fadi war Gärtner auf der Rickmerswerft in Bremerhaven. Ja. Und der Junior, der hätte keiner gedacht, dass der überhaupt je solche Ambitionen hat. Da, aber der hat noch eine ganze Menge. Da kommt dann auch nochmal auf den Spuren von zum Tragen. Sie, der Name, sagt Ihnen nix, Heinrich Wiegand. Hm? Heinrich Wiegand, genau. Und der hatte zum Beispiel schon recht früh erkannt, Mensch, Bremen hat Potenzial. Und was Bremen aber mit dem Potenzial, also das reicht ja nicht nur rein raus mit den Waren und so weiter, aber eigene Sachen so vor Ort hatte Bremen damals eher ja nicht. Dass sie heute so ein bisschen alle weggehen wollte, das ist ein anderes Thema, das machen wir heute nicht. Aber das war nun damals so, dass er davon träumte, er hatte schon früh zu seiner Studienzeit kurz danach mit dem Herrn Löwe schon gesprochen. Löwe, genau, die Lebenserfahrenen von Ihnen werden sich an die Firma Löwe noch erinnern. Das dann immer auf Radios damit drauf, diese alten Radios. Der hatte gesagt, der Löwe, also er meinte, komm, du musst in Bremen die Hanseatische Elektrizitätsgesellschaft gründen. Das wollten die Bremer damals nicht. Hätten sie das gemacht, so ist in dem Buch, was der Schwiegersohn von Wiegand, der Herr Petzet, über ihn geschrieben hat, dann auch, also wäre die Hanseatische Elektrizitätsgesellschaft gegründet worden. Sie wäre mit Sicherheit in einem Atemzug zu Siemens und Halske heute noch genannt. Und da gibt es noch ein paar andere, da AEG und so. Also, denn er hat also die Bremer nicht überzeugen können. Und der Löwe sagte, dann komm nach mir in meine Firma nach Berlin. Und das kam dann ja anders, weil, wie gesagt, wir haben ja gehört, der Lohmann sagte noch Prost. Und und nun blieb gar keine Wahl. Der Wiegand, er musste hier bleiben. Ballin und Wiegand waren nun die beiden Kontrahenten. Und sie waren nun mal in entscheidender Stellung bei den beiden Firmen, ob sie nun wollten oder nicht. Zeitweise hat man sogar kooperiert. Das Nordatlantikgeschäft wurde neu organisiert. Der norddeutsche Lloyd hatte einen Supercoup geplant. Das Typschiff seiner neuen Klasse wurde Kaiser Wilhelm der Große genannt. Und das kam wiederum bei dem Kaiserenkel exzellent an. Die Hapag hatte, nachdem Bismarck 1890 vom Kaiser abrupt entlassen worden war, natürlich auch schnell umdisponieren müssen. Denn Bismarck war nun Wahlhamburger und so wurde der vierte Doppelschrauben-Schnelldampfer Fürst Bismarck genannt. Der Schachzug der Bremer war aber besser. Der Enkel Höchst selbst wird das Schiff 1897 zum 100. Geburtstag seines Opas taufen. Das Schiff nannte man bald den dicken Wilhelm im Volksmund. Wie kein zweites wurde dies fotografiert und auf Ölgemälden verewigt. Klingt das alles nach schneller, höher, weiter? Ja, klar. Und damit kann man sagen, war das Rennen um das blaue Band eröffnet. Vermutlich resultiert der Name Blaues Band von einem Derby-Pferderennen. Der Sieger bekam immer eine blaue Schärpe umgehängt und man bezeichnete die Ozeanriesen auch flott als Rennpferde zur See. Von 1898 bis 1908 blieb das blaue Band in deutscher Hand. Die Deutschland von der Hapag hatte das blaue Band errungen, allerdings gestalteten sich die Reisen auf dem Kahn als sehr anstrengend. Da das Schiff mit Kohle fuhr, vibrierte es die ganze Zeit während der Überfahrt. Oh. Und im Volksmund nannte man es auch dann den Cocktail-Shaker. Da ist, ich möchte gar nicht, wie lange das wohl gedauert hat, bis man das wieder los war dann. Der norddeutsche Lloyd blieb seiner Flottenlinie treu und Geschwindigkeit als Markenzeichen. Übrigens wurden diese Rennen diese Rennen zur See von der damaligen Bevölkerung mit einem Interesse verfolgt, das dem gleicht, wenn heute der Ball auf dem Rasen rollert. Und befinden wir uns um die Jahrhundertwende, also hatte sich aber langsam aber sicher so ganz stickum auch eine neue Epoche angekündigt. Die beiden Konkurrenten Wiegand und Ballin hatte man inzwischen mit Generaldirektor anzusprechen. Was man heute in unseren Tagen nicht mehr so kennt, gegen ausländische Mitbewerber stand man geeint da.
Sprechen wir bisher nur von Reisen und Routen innerhalb Europas, bedeutete für den NDL der stetig steigende Ostasienhandel den Durchbruch zur Weltreederei. Man schloss sich die Ostasienregion auf. Klar, man war ja auch daran interessiert, Passagiere dort mit hinzunehmen. Das machte sich auch im Stil der Lloyd-Werbung bemerkbar. Lloyd-Direktor Wiegand brachte von seiner Japan-Reise japanische Kunst mit und durch seine Anregung begann die Kunsthalle Bremen eine Kollektion japanischer Farbholzschnitte zusammenzutragen. So ist es nur logisch, dass das erste Plakat des norddeutschen Lloyd mit diesen Farbholzschnitten für die Ostasienroute warb. In der Bremer Bürgerschaft gehört es fortan zum geflügelten Wort, Zitat, wir sonnen uns im Glanz, welchen der Lloyd auf Bremen wirft, Zitat Ende. Also schaut man sich die Quellen an, dann war der Lloyd-Geist phänomenal. Die Identifikation in der Bremer Bevölkerung war sehr hoch. Bei der Hapag war das irgendwie nicht so. Ein bekannter Passagier an Bord der Schiffe des norddeutschen Lloyd war übrigens der Herr Hugo Schauinsland. Ja, mit dem Reiseunternehmen, nein, eher nicht, das ist tatsächlich so. Das ist der mit dem Überseemuseum. Ja, die Welt unter einem Dach. Das, was sie zu Schulzeiten, wo wir immer hin mussten und dann geguckt haben. Die Exponate, die man da nämlich heute sehen kann, die sind nämlich, an einen Großteil könnte man dran schreiben, gesammelt von Schauinsland. Und die hat er transportiert mit Schiffen vom norddeutschen Lloyd, weil die haben diese Unterfangen gesponsert, wie man das heute sagen würde. Natürlich hat Heinrich Wiegand im Laufe der Jahre so einiges in Gang gebracht. Er sorgte dafür, dass der norddeutsche Lloyd im Ruhrgebiet eine Kohlenzeche besaß, wo sie die Kohle für die Motoren herbekam. Wenn man so oft fährt, dann muss man ja auch ein bisschen was haben. Und da ist es besser, wie man mit Loriot schon sagt, man hat da was Eigenes. Kommen wir ein wenig zurück zu den Schiffsreisen. Hatte man also einen Künstler für ein Plakat oder die Bemalung auf einem Schiff gefunden, bekam er oft auch den Auftrag, die Speisekarten und die Kabinenbeschriftung zu machen. Kurzum, beim norddeutschen Lloyd sollten die Leute alles aus einem Guss vorfinden. Mit anderen Worten, kam der Gast an Bord, so sollte er ein Gesamtkunstwerk betreten. Die Hapag, namentlich Ballin, war da nicht so hinterher. Und das sollte ihm bald schon bei den Passagierbilanzen Nachteile einbringen. Aber irgendwie, es lag was in der Luft. Der Kaiser riet der Führungsetage des norddeutschen Lloyd zu Veränderungen. War man zwar mit den Schiffen, die Johann Georg Poppe von innen gestaltet hatte, zufrieden, aber es war nun Zeit für weniger ausladende Kunst. Wiegand wollte Bruno Paul, doch der wurde dann zum Direktor der Berliner Kunstgewerbeschule berufen. Zu den Ausschreibungen für den Wettbewerb und die Ausstattung der Kronprinzessin Cecile initiierte Wiegand die Gründung eines Betriebes, den Bremen heute fast vergessen hat. Und sie gehören zu den etwas Lebenserfahrenen. Den Wettbewerb nahm Wiegand zum Anlass, in Bremen eine Zweigstätte der Münchner Vereinigten Werkstätten für Kunst und Handwerk zu gründen, die insbesondere für den Lloyd arbeiten sollte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaufte der norddeutsche Lloyd sogar ein Reisebüro in Berlin in der Straße unter den Linden. Man tat sich zusammen mit dem Unternehmen Thomas Cook und Son und gehörte fortan zu den schnell expandierenden Betrieben der Branche. Bisher klingt das so, als wenn nur die Betuchteren Urlaub gemacht haben. Auch wenn das nur ein paar Tage war, aber ab der Mitte des 20. Jahrhunderts begann dann vermehrt die Ausflugs- und Freizeitkultur. In diesem Sortiment bot der norddeutsche Lloyd Schiffsausflüge zu den Nordseeinseln an, was sich schon bald zu einem erfolgreichen Angebot mauserte. Wohingegen Kreuzfahrten nach Italien, Griechenland oder in den Orient begehrte Angebote für das wohlhabende Publikum waren. Es ist ja immer toll, wenn etwas endlos so weitergehen könnte, aber mit dem Datum 1.8.1914 kam alles zum Erliegen. Nein, keine Pandemie, es war Kriegsbeginn. Die letzte Fahrt vor Ausbruch des Krieges war für den norddeutschen Lloyd eine Nordlandreise. Fassen wir mal zusammen, was der norddeutsche Lloyd bisher geschafft hat. Seit seiner Gründung 1857 hatte man bis zum Ersten Weltkrieg 10 Millionen Passagiere befördert. Man wurde dann weltweit von keinem anderen Schifffahrtsunternehmen überboten. Anfang 1914 hatten der norddeutsche Lloyd mehr als 40 Schifffahrtslinien betrieben und war weltweit in 200 Häfen ständiger Gast.
Während Wiegand schon vorher verstorben war, wählte Ballin den Freitod. Nach Ende des Krieges, längst war Philipp Heineken an entscheidender Stelle, fasste er die Lage wie folgt zusammen. Wir stehen am Grabe aller Hoffnung. Aber was ja so ein echten Hanseaten ist, der lässt sich nicht unterkriegen. Auch wenn an Passagierschifffahrt zunächst nicht an der obersten Stelle zu denken war, war man mit den Frachtschiffen unter der Flagge amerikanischer Partner schnell wieder in den alten Fahrgebieten zurück. Geändert hatte sich aber einiges. Mit ohne Kaiser war das Lebensverständnis ja ein ganz anderes. Die Form der Republik war, naja, also wer konnte da schon was mit anfangen? Und wer dachte da schon an Reisen? Bis Mitte der 20er Jahre galt es zu warten. Mit Kolumbus, vielmehr mit dem Schiff, dem neuen Flaggschiff des norddeutschen Lloyds mit dem Namen Kolumbus, wollte man nun an die alte Weltrangstellung wieder anknüpfen, sich so antüdeln. Und so wurde das Schiff als schwimmende Werbemöglichkeit eingesetzt und im Ausland für Deutschland, ja, sollte es werben. Von einer vorsichtigen Rückkehr der Reiselust kann man zunächst nicht sprechen. Das Schiff war von Anfang an, ja, gut ausgebucht, aber die Amerikaner, unter deren Flagge das Schiff fuhr, fanden das Schiff auch toll, aber warum? Ja, bei den Amerikanern hatte das ganz pragmatische Gründe, ich sag nur Stichwort Prohibition, an Bord dieses Schiffes nicht. Da kann man nur sagen, Prost. Ja. In den Golden Twenties hat man versucht, sich wieder an den Standard im New York-Dienst dran zu arbeiten. Das heißt, der norddeutsche Lloyd ließ zwei Turbinen-Schnelldampfer bauen. Die Bremen, wohlgemerkt, das ist dann schon die vierte Bremen, und die Europa, da gab es ja auch schon mehrere, aber das andere Vortrag. Gebaut werden sollten die Schiffe in Deutschland, genauer gesagt in Kröpeling, bei der AG Weser. Und so große Schiffe sind da vorher gar nicht gebaut worden. Paul von Hindenburg übernahm die Patenschaft für die Bremen und da kannte der Stolz des norddeutschen Lloyd kaum noch Grenzen. Der Stapellauf wurde zu einem rauschenden Fest. In den über 70 Jahren hatte der norddeutsche Lloyd noch nie so großartige und teure Schiffe besessen. Ende der 20er Jahre kümmerte man sich auch wieder um die Plakate. In einem Wettbewerb unter dem Motto Erlangung von Entwürfen für ein Dampferplakat knüpfte man an alte Traditionen an, vor dem Ersten Weltkrieg und so. Gewonnen hat ein Plakat, was die Farbe der Schiffsrümpfe in Rot zeigte, und das fand man gut, schließlich man wollte ja etwas weisen. Mit dem Motto Wir sind wieder wer meldete sich der norddeutsche Lloyd eindrucksvoll zurück. Stellen Sie sich mal vor, und das alles nur mit Plakatwerbung. Damals wurde das Plakat ja noch viel mehr beachtet und wahrgenommen als heute. Heute man, wie gesagt, ich sag nur Smartphone und da können wir schnell eben gucken, egal wie klein es ist, aber wir gucken da immer wieder rein. Plakate ist schon schön auch. Die Fertigstellung der Bremen war ein wichtiger Meilenstein und ein noch größeres Ereignis war das Bugsieren der Bremen von Bremen nach Bremerhaven. Der norddeutsche Lloyd liebte das Schiff seiner Heimatstadt und die Leute liebten es einfach auch. Die Bremen holte gleich bei der ersten Fahrt nach Amerika das blaue Band. Und damals hörte man oft in den Kreisen der Stadt, der Weg nach Übersee führt über Bremen. Anfang der 30er Jahre folgte die Europa. Das Schiff war bei Blohm und Voss gebaut worden. Und bei ihrer Jungfernfahrt nach New York schlug sie die Bremen immerhin um ein halbes Stündchen. Den regelmäßigen Liniendienst übernahm nun fortan die Europa und die Bremen. Und die Olle Kolumbus. Ja. Letztere hatte man auf Turbinenantrieb umgebaut. Wer auf diesen Schiffen fuhr, der konnte sicher sein, ein gesellschaftliches Stoppereignis erleben zu können. Der Service an Bord war legendär. Von der Schiffspsychologin bis zum Koch, vom Rauchsalon bis zur Bar im Schwimmbad war alles da. Erstmals lagen die Speisesäle aller Klassen auf einem Deck. Die Europa galt mit ihrer Inneneinrichtung als Vorläufer der faschistischen Moderne. Die Hapag hatte zwar die größere Flotte, aber sie hatten dem Mythos der Bremen nichts entgegenzusetzen. Gar nichts. Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, mal über die Kapitäne zu sprechen. Das ist kaum das, fällt einem da so spontan mal ein Name ein? Da gibt es übrigens ein Beispiel aus Bremen, da ist die Tochter von dem Kapitän, die ist wahnsinnig bekannt geworden. Der Name von ihr, genau. Frau Lorenz, Marita Lorenz, und sie war ganz fidel mit Fidel. Ihr Vater war Heinrich Lorenz und Kapitän beim norddeutschen Lloyd.
Wir haben dann natürlich, wie gesagt, in Findorf gibt es die Gösselstraße. Der Gössel, der Kurt von Gössel, der klemmt da übrigens vorne bei dem Haus an der Ecke, klemmt er auch dran. Der Kurt von Gössel war auch, der war übrigens Kapitän auf der Elbe. Noch ein Kapitän mit altem Schrot und Korn. Der Mann ist nämlich untergegangen mit seinem Schiff. Das war die größte Schiffskatastrophe, die Bremen widerfahren ist, noch bevor die Titanic dann unterging. Eine der herausragenden Persönlichkeiten, die für den norddeutschen Leute in den goldenen 20er Jahren fuhr, wer sich dafür interessiert, der weiß das einfach, der Name muss jetzt kommen, Leopold Ziegenbein. Ja. Wie kein anderer verkörperte er den Geist des norddeutschen Leute auf seine ganz eigene Weise. Darüber hinwegtäuschen darf aber nicht, dass sich die politische Lage zum Ende der 20er Jahre verändert hatte. Erste Ausläufer der Weltwirtschaftskrise machten sich bemerkbar und auch der norddeutsche Lloyd bekam das zu spüren. Achtete man darauf, dass nach außen alles toll war, so steckte man im Innern in einer fulminanten finanziellen Krise. Waren auch die Schiffe wieder im richtigen Kielwasser, aber es musste etwas Neues her. Etwas Innovatives. Und so kam der Pressereferent des norddeutschen Lloyd und Verantwortlicher für die Werbeabteilung auf die Idee, warum fliegen wir nicht mal? Ja, im Wasser schneller können wir eigentlich fast gar nicht mehr werden. Jetzt können wir ja nur noch fliegen. Ja, und nun werden Sie, dieser Pressereferent, der hat sogar heute eine Ehrentafel am neuen Rathaus in Bremen. Und man könnte auch sagen, unsere Straße am Flughafen ist nach dem Pressereferenten benannt. Genau. Die Rede ist von dem Herrn Hünefeld. Ja. Und auch wenn man sich ja sonst nicht grün war, aber man blickte doch so ein bisschen nach Hamburg. Was dachte die Hapake über das Unterfangen mit dem Fliegen? Und dort sah man es auch so. Der Transatlantikverkehr mit dem Flugzeug gehörte unbedingt in die Hände einer auf dieser Strecke bereits erfahrenen Schifffahrtsgesellschaft. Klar, dass man das nicht gleich von gleich auf jetzt umgesetzt hat. Man hat sich dann zunächst ja mit dem Fliegen an kleineren Fluggesellschaften beteiligt. Der norddeutsche Lloyd hatte schon 1920 eine Tochtergesellschaft gegründet, die Lloyd Luftdienst GmbH. Aber an so einer Fliegernummer, da hing natürlich noch viel Infrastruktur dran. Und ein Schiff der Lüfte braucht einen anderen Hafen als eben den Flughafen. Und den hatte Bremen ja damals eher, nicht. Da hatte Bremen noch gar nicht dran gedacht. Erst Anfang der 20er Jahre wurde die Bremer Flughafenbetriebsgesellschaft gegründet, die den Flughafen im Neulander Feld betreiben sollte. Zunächst überraschte es sehr, dass der norddeutsche Lloyd fand, dass es sich um den am besten eingerichteten deutschen Flugplatz handelte. Weniger überraschend ist, dass, wenn man weiß, dass der norddeutsche Lloyd zu den Hauptgeldgebern gehörte, dann ist so eine Lobeshymne natürlich viel, viel besser einzusortieren. Unter dem Druck des Reiches, das den Flugverkehr subventionierte, schlossen sich alle Fluggesellschaften zur deutschen Lufthansa AG zusammen, also seit 1932 heißt das Ganze kurz Deutsche Lufthansa. Kommen wir aber nun wieder auf die Seereisen zurück, weil darum geht es ja heute vermehrt. Obwohl die Zeiten unsicher wurden, es boomte der Seetourismus. Das Fliegen konnte man aber auch dem Seepassagier nun schmackhafter machen. Konnten die Flieger zwar die gesamte Strecke nicht fliegen, so konnte man doch mit einer Katapultvorrichtung an Bord Teile in der Luft zurücklegen. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Geburtsstunde der Luftpost zu sehen. 1928 bot der Lloyd die erste kombinierte See-Luftkreuzfahrt in ihren Reisekatalogen an und auch bei den Reisebüros. Klar, dass sie aber längst in Sachen Reisebüros nachgezogen hatte. Dort hatte man das Karl-Strangen-Reisebüro und der norddeutsche Lloyd hatte eben Thomas Cook und Son, das Weltreisebüro. Und da hatte man eben, Bremen hatte das Weltreisebüro Union gegründet mit, man war zu Hause in Berlin unter den Linden. Als ein weiteres nicht zu vernachlässigendes Standbein ist der Seebiederdienst. Das hatten beide, sowohl die Hapag als auch der Lloyd. Und bis zum Zweiten Weltkrieg funktionierte das auch vorbildlich. Solange es eben ging, wollte der norddeutsche Lloyd die New Yorker Linie fortführen. Aber schon zu Beginn der 30er Jahre wurden die Banken deutlicher und rieten von einer Fortführung strikt ab. Die Nationalsozialisten lehnten das ab und so bekam es zur Gründung der Nordatlantikgemeinschaft Hapag-Lloyd, kurz Norda.
Was war denn da nun jetzt anders? Ja. Der Staat trug nun das unternehmerische Risiko und irgendeine Form der politischen Stellungnahme des norddeutschen Lloyd ist zur Zeit des Dritten Reichs komischerweise nicht zu finden. Man hat sich da zurückgehalten. Das Klima an Bord der Schiffe hatte sich für die Passagiere auch verändert. War doch jetzt auf jedem Schiff eine Ortsgruppe der NSDAP und sogenannte politische Schulungsabende Pflicht. Natürlich war das nicht auf allen Schiffen gern gesehen, besonders kritisch war die Besatzung der Fulda. Da mussten schon zwei Parteigenossen tätig werden, die aber nach der ersten Fahrt entnervt aufgegeben haben. Ein bisschen zugig an Deck. Ferner überlegte man sich nun, dass die Zielgruppe der Reisenden auch anders angesprochen werden musste. Nehmen wir da als Beispiel mal die Speisekarten. Sie zeigten nun nicht mehr Schiffe und Hafen, sondern auch dem Ausländer interessante deutsche Landschafts- und Baudenkmäler als Motive. Damit man die finanziell nicht so auf Rosen gebetteten auch von den Seereisen überzeugen konnte, gab es natürlich den KDF. Die KDF-Bewegung, Vergünstigungen und Rabatte. Das war auch ein genialer Propagandazug und der Beginn des Massentourismus zur See. Für die gebeutelten Reedereien war das eine willkommene Einnahmequelle. Klar, KDF war der größte Tourismusanbieter der Welt. Nordlandreisen waren da sehr beliebt und früher war es eben, weil der Kaiser dort eben auch Urlaub machte und man konnte schon mal um die Fjordecke cruisen und zack ist seine Majestät da an der Reling und ging drüber. Und jetzt führte es dann natürlich zu den Zeiten, natürlich nordisch gut. Mitten im Zweiten Weltkrieg wurden Lloyd und Harpack wieder reprivatisiert und an der Spitze stand Richard Bertram und Johannes Kuhlenkampf. Nur der Nordatlantikdienst, der blieb unter der Regie der Regierung damals. So, merken Sie, das war schon ganz schön irgendwie, ja, schon sehr bewegend, was wir so heute gemacht haben, aber eben so ein bisschen anders als immer. Also, die maritime Reihe wächst und es würde uns freuen, wenn Sie mal wieder reinschalten und oder auch unsere Klöterlesung. Die finden Sie bei YouTube auf dem Interaktivo-Kanal, die Klöterlesung zum Thema Norddeutscher Lloyd. Also in diesem Sinne, steht's an der Handbreit Wasser unterm Kiel und dann Ahoi.